ich bin der Loi und jetzt geht's weiter mit Wingcraft und ich bin in Eltom und zwar hier beim Identifier, der ist hier irgendwie so ein bisschen abseits, keine Ahnung warum, ist vielleicht so ein bisschen, oder es liegt das daran, weil das ein Villager ist, ich meine, Eltom sollte ja eigentlich verborgen sein gegenüber den Villagern und dann sind hier doch welche, weil die Händler immer oder die Identifier und so weiter sind ja immer Villager. Naja, keine Ahnung, wie das lore-technisch zusammenpasst. Auf jeden Fall habe ich hier ein paar Sachen vom letzten Mal noch identifiziert. Also das hier war das Lockpick und naja, das ist nichts für mich, weil das ist für den Assassinen. Also das ist ein Dagger, aber keine Ahnung, Level 39, wahrscheinlich nicht so stark. Also das hier habe ich, das hatte ich schon mal gefunden. Das hier ist nur Spell Damage, ist jetzt nicht so prickelnd. Das hier braucht zu viel Defense, das hier braucht zu viel Agility, das hier braucht zu viel Dexterity und das hier, die hatte ich auch schon mal. Die sind jetzt auch nicht so prickelnd. Naja. Schauen, wie viel... Huch. Wie viel ich hier habe. Ja, ja, das ist... Naja, 50 Defense. Moment, was, welche war das jetzt? Die mit... Defense hier, 50, 70. Fire Defense. Ich kann ja vielleicht die mal aufheben, aber der Rest wird jetzt alles verkauft und dann sehen wir uns gleich wieder. Thank you for chasing down that odd looking man. He really injured me. If I was a villager, I'd be suing someone. Okay. Cool, dass sie da noch so Dialoge haben. Aber irgendwie das mit dem Luftschiff nach Korkus, das war dann woanders. Das habe ich dann irgendwie verwechselt. So, aber ich wollte hier nur noch mal ganz kurz was erwähnen, beziehungsweise ich weiß es ja nicht genau, aber boy, dauert ewig, bis man hier hochkommt. Denn ich hatte da ja was entdeckt beim letzten Mal. Und zwar hier hinten. Darf nur nicht runterfallen. Aua. So, das Ding hier. Kann es sein, dass das ein Relikt war? So ein Schrein, wo dann die Golems rumrennen. Das sieht doch so aus. Und jetzt gibt es ja keine Relikte mehr und jetzt steht das Ding hier so komplett leer rum. Das ist irgendwie krass. Das ist irgendwie sehr, sehr krass, finde ich. Gibt es dazu überhaupt eine Lore oder sowas? Dass man da irgendwie eine Story dazu hat? Dass man sagt, ja, da ist das und das passiert und deshalb gibt es keine Relikte mehr in der Welt. Weil, also es gibt jetzt sozusagen das Relikt des Relikts, nämlich diese Schreine, die jetzt leer und verlassen dastehen, ist irgendwie ein bisschen gruselig. Aber gut, das wollte ich nur nochmal angemerkt haben. In dieser Folge kann ich keine Quest machen, weil ich vom Level her noch nicht so weit bin. Und ich werde jetzt wahrscheinlich auch nicht auf den Beta-Server vom Update gehen, weil ich, ach, keine Ahnung. Also da wird ja kein Fortschritt gespeichert oder so, deswegen, ich weiß nicht, da müsste man einfach mit einem neuen Charakter anfangen und die erste Quest machen. Und deshalb werde ich das jetzt erstmal lassen. Also ich möchte dann lieber mit diesem Charakter, wenn das Update dann wirklich draußen ist, das ja, neu und frisch erleben und mich auch so ein bisschen überraschen lassen und
wie das dann so ist. Also ein paar Sachen weiß ich ja schon. Also man kann farmen und sich Rohstoffe sammeln, man kann craften, man kann einen Beruf wählen und dann ist irgendwie das ganze Wirtschaftssystem noch so ein bisschen anders beim Economy Update. Aber die müssen das, glaube ich, auch noch so ein bisschen balancen und ich weiß jetzt immer noch nicht, ob es jetzt noch vor Weihnachten rauskommt oder in diesem Jahr oder zu Weihnachten, da habe ich natürlich keine Zeit für sowas, denn an Weihnachten mache ich so ein bisschen andere Sachen, zum Beispiel sowas wie Zeit mit der Familie verbringen, soll es ja auch geben. Und dann, naja, vielleicht, dass ich da nicht sofort dabei bin, sondern das ein bisschen später mir anschaue. Aber ja, was machen wir in dieser Folge? Wir machen einfach ein bisschen erkunden. So, überlebe ich denn das? Aber gerade so, boy, ich hier an die Kante gekommen wäre, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Aber interessanter Ausstieg. So, was habe ich hier? Ja, Moment. Könnte ich da einen austauschen? Den da, oder? Ja. Da ist doch der hier besser. Ich mal den da hin und den da hin. So. Jetzt sind wir hier, genau. Ich weiß nicht, in dem nördlichen Teil vom Canyon müssten wir jetzt eigentlich alle Quests haben. Oder gab es in Eltom noch eine? Ich weiß es nicht. Aber eigentlich müssten wir jetzt hier so einigermaßen fertig sein. Deswegen möchte ich mich hier noch so ein bisschen umschauen. Und natürlich so viel XP mitnehmen wie geht. Damit ich dann Level 89 werde. So, was sind denn das hier für Sachen? Naja, man kann hier eigentlich schon so nach Eltom von unten hinschauen. Also so richtig verborgen ist das ja nicht. Das hier. Ich weiß nicht, was das hier soll. Naja gut, hier geht's einfach wieder dahin. Na, hier war wahrscheinlich mal irgendwie ein Schutzwall. Hier war mal irgendwie ein Schutzwall, aber der ist komplett durchlöchert. Warum? So, den nehme ich natürlich auch mit. Und was haben wir? Einen Magier. Hey, der hält ja gar nichts aus. War der jetzt so schwach oder bin ich so stark? Ich glaube ja eher Ersteres. So. Da war ich drin. Da war ich definitiv drin. Aber es gab doch hier vorne noch Sachen. Hier sind wieder die geschmolzenen Typis. Hier ist das riesige Tor. Dann zu den Molten Heights. Oder fangen die erst später an? Ja, keine Ahnung. Aber ja, da war ich unfreiwillig beim letzten Mal so ein bisschen drin. Aber gibt es denn hier vorne noch Sachen? Irgendwelche Geheimnisse da oben vielleicht? Nee. Sieht nicht so aus. Huch. So,
So, und in dem Bereich war ich ja auch schon, also den habe ich, denke ich mal, schon so einigermaßen erkundet. Aber hier war ich, glaube ich, noch nicht drin. Oder doch? Ich weiß es nicht. So. Ach, ich habe ja, also ich mit dem Shader und mit dem Hell und Dunkel, ich hätte da auch so eine Idee, aber da muss ich erstmal gucken. Aber ich möchte dann mal auf eine andere Minecraft-Version gehen, mal alles neu machen mit Shader-Mod und neuen Shader machen und mir den dann wieder so ein bisschen anpassen für meine Bedürfnisse. Aber da müsste ich mich erstmal so ein bisschen wieder einlesen, weil ich mich mit Shader-Programmierung nicht wirklich auskenne. So, was haben wir denn hier? Mitnehmen. Jo, ich kann wieder schnell zuschlagen. So, hier ist Wasser. Hier ist einfach mal ganz viel Wasser. Ist er. Hier hoch, ja, so einigermaßen. Ach, das sind Eisblöcke, deswegen rutsche ich hier so. Aber was macht man hier oben? Irgendwie ja eher so nix. Da muss ich doch mal raustun. Doch, da ist eine Kiste. Wie kommt man an die Kiste ran? Also ohne mit dem Charge zu arbeiten. Oder müsste man da irgendwie von außen hinklettern? Weil so komme ich ja nicht hoch. Von den Kollegen hier empfangen. Interessant. Interessanter Ort für eine Kiste. Nee. Komme ich ja auch nicht wirklich nach oben. Hier immer diese Eisblöcke sind. Also vielleicht ist das ja wirklich so gedacht, dass man hier wirklich nur mit dem Charge hochkommt. Aber den so zu erwischen, oben. Okay. Das sieht gut aus. So, das da will ich. Das da, das da. Ja, das da auch. Den brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Die Heiltränke lasse ich auch mal da. Oh, das will ich haben. Und naja, die Daggers. Brauche ich die unbedingt?
So, das müsste jetzt einigermaßen passen. So. Boah, interessante Höhle. Hier bei den Gorgons. Dann verdufte ich hier mal wieder. Aber bin natürlich gespannt auf die Legendary Brustplatte. Aber es kann natürlich sein, dass ich die auch schon habe, weil wie viele Legendary Brustplatten gibt's eigentlich? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht so viele. Und in dem Levelbereich könnte es natürlich sein, dass das dann immer dieselbe ist. Also die gleiche. So. Ich gehe mal eben schnell nach Theseat und lade mal gleich mein Zeug ab. Und dann war ich ja im vorderen Teil des Canyons. Das ist da auch noch nicht überall. So, das hier ist Agitation und das hier ist der Rapier. Sicher keine schlechten Items, aber halt nicht für meine Klasse. So, Black Sheep. Hatte ich das nicht schon mal? Na, das ist jetzt nicht so prickelnd. Plus 10% Walkspeed, das ist auch nicht so viel. Lerteco, das kenne ich noch nicht. Aber Dexterity ist dann auch nicht so mein Fall. Earth Defense minus 50, minus 12 Strength. Das ist jetzt wirklich nicht so prickelnd. The Rupturer. Okay. Level 81, aber Strength 60. Na, da habe ich aber auch schon Besseres. Boots of Bluestone. Das ist so ein Allround-Teil. Weiß nicht, 1900 für Schuhe. Schon ganz ordentlich. Ach so, das gibt einem Defense, aber zieht einem Damage ab. Hm. Und nochmal Lichen Ball. Naja. Also finde ich jetzt alles nicht so prickelnd. Kommen wir also zu der Legendary Brustplatte. Und das ist Andesite Aegis, was ich schon habe. Ja, das kann ich mal vergleichen in der Bank.